Eine Influencerin aus Duisburg ist spurlos verschwunden. Ihre Schwester Nora Grün hat die Polizei gerufen, nachdem sie im Haus ihrer jüngeren Schwester Bella Grün einen Einbrecher gestellt hat und diesen auch verdächtigt, die 24-Jährige entführt zu haben. Michael Smolik und Can Yildiz geraten in eine brenzlige Situation. Meine Schwester ist ganz ruhig, ganz ruhig. Schwester, wo ist sie? Geh den Schläger weg, bitte! Du bist doch nicht grundlos hier eingebrochen. Was hast du mit ihr gemacht? Hey, Polizei! Hey, wegliegen! Wegliegen! Wegliegen, Schläger! Okay, was geht hier ab? Ich hab sie gerufen. Wer sind Sie? Nora Grün. Okay. Das ist das Haus meiner Schwester. Und er hat sie entführt! Hey, 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 hey! Was ist noch alle? Seite. Stellen Sie sich einmal kurz bitte dahin. Danke. Okay, erstmal ganz ruhig. Sie sind hier eingebrochen. Wir haben unten Einbruchspuren. Wir haben verwüstete Sachen hier überall rumliegen. Wer sind Sie? Ich bin Jens Reitz. Bevor die Beamten die Personalien des Eindringlings überprüfen, suchen sie den Mann nach Waffen ab und entdecken dabei eine Farbspraydose. Kein typisches Handwerkszeug eines Einbrechers. Eine rote Spraydose habe ich auch immer dabei. Was haben Sie damit vor? Ja gut, ich bin hier eingebrochen. Aber nur, um mich zu rächen. Ja, siehst du? Wo ist meine Schwester? Was hast du mit ihr gemacht? Können Sie uns sagen, was jetzt hier genau vorgefallen ist? Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, dass ich heute herkommen soll. Und als ich hier rein bin, war er da. Unten ist alles zerwühlt und ich meine, das Bett sieht nicht benutzt aus. Also ich glaube nicht, dass sie heute hier geschlafen hat. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay. Dann sollten wir ihn vielleicht mal anfragen. Vielleicht hat das schon irgendwie was mit der Polizei zu tun gehabt. Das Besondere an diesem Fall ist, dass wir hier einen Einbruch haben, der nicht auf Entwendungsabsichten abzieht, sondern tatsächlich persönliche Hintergründe hat. Und des Weiteren ist es hier nicht nur ein Einbruch, sondern wir haben ja auch gleichzeitig eine vermisste Person. Und müssen jetzt herausfinden, wo sich diese Person befindet. So. Ah! Interessant. Dreh dich mal um. Waren Sie das? Gut, ich bin hier eingebrochen. Hab dieses wunderschöne Bild gemacht, Bitch. Aber sie hat's auch verdient. Meine Freundin hat mich rausgeschmissen zu Hause. Oh Gottchen, hat ja, sie hat mich öffentlich im Social Media gedemütigt. Sag mal, geht's noch? Einfach fragen, wie würden Sie denn reagieren als Kollege? Definitiv nicht so. Teilen Sie meinen Ball flach. Sie sind hier eingebrochen. Sie kommen nachher mit aufs Revier. Dann brauchen Sie nicht so frech sein. Was haben Sie überhaupt mit der Schwester gemacht? Hä? Gar nichts. Gar nichts. Hm. Hört. Keine Eintragung mit für abgefragte Personen, lediglich Hausverbot. Ach, ein Hausverbot. Haben wir mit? Ein Hausverbot hat der Herr. Naja, ich war ein paar Mal hier, wollte mit ihr sprechen, aber abgeblockt. Nur erzähl doch mal bitte die Wahrheit. Meine Schwester möchte eine aufstrebende Influencerin werden und entlarvt Schweine wie ihn, die fremdgehen, die ihre Frauen betrügen, Freundinnen betrügen. Ach, interessant. Also versteht man das jetzt richtig? Sie wurden beim Fremdgehen erwischt und die Dame hat sie irgendwie auffliegen lassen, richtig? Deswegen sind Sie sauer, sind hier eingebrochen und haben Sie, was haben Sie mit ihr gemacht? Entführt, geknebelt, irgendwo? Ich habe damit nichts zu tun. Haben Sie irgendwie gesehen, dass irgendwas fehlt? Auf den ersten Blick vielleicht schon mal. Also ich habe beim Reinkommen nur gesehen, dass ihr Laptop nicht wie sonst auf dem Schreibtisch liegt. Aber der könnte auch im Fotostudio sein. Also wo ist das Fotostudio? Ja, sie hat ein kleines Studio sich hier eingerichtet. Das ist direkt hier vorne. Das Fotostudio ist jedoch abgeschlossen. Wurde die vermisste Bella von dem Einbrecher in den Raum eingesperrt und ist möglicherweise so stark verletzt, dass sie nicht mehr um Hilfe rufen kann? Zum Glück keine Person drin. Also müssen wir nicht aufbrechen oder so. Nichts. Okay, nein, gar nichts. Ja. Gut. Wir nehmen Herr Reitz jetzt mit auf die Wache, weil wir ja noch ganz viele Fragen haben. Wir müssen ja jetzt den Sachverhalt auseinanderbröseln und wissen, okay, was ist hier überhaupt passiert? Außerdem muss er sich verantworten. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, das geht nicht einfach an ihm vorbei. Die Ermittlungen im Fall der vermissten Influencerin laufen sofort an. Die 24-Jährige muss zwischen letzter Nacht und dem frühen Morgen verschwunden sein. Für diese Zeit will Bellas Ex-Affäre Jens Reitz ein Alibi haben, das noch überprüft wird. Sandra Fromme schaut sich unterdessen das Video an, in dem der Mann bloßgestellt wurde. Hey, schön, dass du gekommen bist. Gut siehst du aus. Dankeschön. So stell dich mir eine super Frau vor. Ja, schöne danke. Haare, super süßes Lächeln. Dankeschön. Aber super süßes Lächeln, das hast du gerade was. Lächel du doch mal einmal, lieb, für deine Freundin. Haha, ne? So, da sind wir nämlich wieder, ihr Lieben. Seht ihr das? Jetzt habe ich den nächsten Macho hier, as love. Ne, ihr könnt mir gerne alle gerne eine DM schreiben. Ja, ja, das war mir klar. So eine Reaktion, ganz normal, Leute. Aber da sind wir wieder beim Thema, ne? Schön, Hashtag Bella Lakes, schreibt mir eine PN. Und ich entlarve sie alle.
Playboys, Machos. Mit uns machen sie das nicht. Das war eines der ersten Videos, die sie gemacht hat. Damit ging alles los, damit ging Bella Leaks los. Und ja, das Video ging auch direkt viral. Tausende von Follower kamen und sie hat gemerkt, dass da ja, eine Nische entdeckt worden ist, auf die sie aufgesprungen ist. Und fing seitdem an, Männer zu riskieren. So langsam bekommen wir ein Bild davon, warum die Schwester der Vermissten befürchtet, dass ihr was zugestoßen ist oder dass sie entführt wurde. Bella Grün scheint ja Fremdgeher aufdecken zu wollen, zum Teil mit unlauteren Methoden. Da bewegt sie sich auf ganz dünnem Eis und das ist auch nicht alles rechtens. Dankeschön, ciao. Ja, soeben telefoniert mit dem Chef von Herrn Reitz. Und zwar, er hat ein Alibi. Der Chef hat mir das gerade bestätigt. Relativ wasserdicht, dieses Alibi. Ich muss jetzt noch ganz kurz zu einer Vernehmung. Okay. Ihr schafft es schon, ja. Bis nachher. Ja. Viel Erfolg. Es kann natürlich sein, dass er jetzt nicht alleine gehandelt hat. Ausschließen können wir den noch nicht. Ja, gut, Motiv hätte er. Naja, das Video, und sie hat, seit das angefangen hat, einige entlarvt. Und ja, sie hat ja auch mit Emilia das zusammen jetzt etwas, also sie wollen es immer größer aufziehen. Und Emilia und sie, ich meine, sie haben sich im Café kennengelernt. Also meine Schwester kellnert noch nebenbei. Sie kriegen ja auch die Nachrichten. Und das ist dann Emilias Job. Also sie kümmert sich um die Nachrichten als sozusagen Managerin in der ganzen Geschichte und agiert so ein bisschen im Hintergrund, liest sich die Nachrichten durch und so. Und wie heißt die mit vollem Namen, die Emilia? Ich weiß nicht so viel über sie. Also ich habe nicht mehr ihre Telefonnummer oder so. Also, aber was halten Sie denn davon, dass Ihre Schwester da sowas macht? Also ist jetzt nicht ganz sauber, ne? Strafrechtlich könnte sie auch dafür belangt werden. Manche wollen ja gar nicht ins Internet gestellt werden, vor allen Dingen ohne Genehmigung. Ne? Muss man auch gucken mit den Bildrechten, ist ja auch so eine Sache. Aber auch moralisch, das ist ja, ja, ne, ist ja hinterlistig, muss man ganz ehrlich sagen. Da treffen Sie bei mir einen wunden Punkt. Also das Strafrechtliche ist eine, da wissen Sie mehr. Aber das Moralische, ich habe so oft mit Bella geredet, dass das nicht der richtige Weg ist. Wie also kommen Sie denn ran an diese Männer? Tja, schreiben ordentlich viele Frauen. Also sie hat ein Fake-Profil, mit dem sie dann die Männer anschreibt. Und anlockt, genau. Und deren Frauen melden sich halt bei, auf dem Bella Leaks, auf ihrem richtigen Profil halt. Ne? Okay, also wir haben tatsächlich zwei Profile. Das genau. eine ist ihr echter. Genau, ich wollte sie sehen. Also, wo sie so ganz viele, ja, sehr gerne. Mal, ja. Ja, genau. Wo sie so ganz viele Follower hat. Und dann genau. hat sie noch so einen Fake-Account. Also das ist ihr Fake-Account. Mhm. Damit lockt sie die Männer an. Alles, was sie dann postet, postet sie aber über ihr richtiges, also ihr Bella Leaks. Sie schließen jetzt aus, dass Ihre Schwester vielleicht einfach nur mal eine kleine Auszeit brauchte. Wann haben Sie zum letzten Mal was von ihr gehört? Also sie hat mir eine Nachricht geschickt. Das war gestern. Und ich habe sie dann noch gefragt, ob alles okay ist. Aber daraufhin kam auch schon keine Antwort mehr. Wann kam die Nachricht? 21:02 Uhr. Bella Grün hat ja einen Social-Media-Account und auch schon einige tausend Follower. Es könnte natürlich sein, dass sie so einen Promotion-Gag vorhat und versucht, mehr Follower zu bekommen. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass vielleicht irgendjemand von denen, die sie bloßgestellt hat, ihr was Böses will. Soeben hat ein Nachbar gemeldet, dass eine unbekannte Person sehr, sehr auffällig um Bellas Wohnung rumschleicht. Vielleicht solltet ihr mal hin. Aber schon ein zweiter Ansatz. Mhm. Ja, komm. Dann machen wir später. Ja. Sie kommen am besten hier. Vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Als das Fahnderteam mit der Schwester der Vermissten an Bellas Wohnung eintrifft, erkennt Nora Grün die Frau sofort. Oh, Emilia, hey. Wer ist das? Das ist die beste Freundin von Bella. Was machst du hier, Nora? Was machst du hier? Bella hat mir eine Nachricht geschrieben, dass ich hier hinkommen soll, dass wir eine wichtige Mission haben. Ich kann Ihnen auch die Nachricht gerne Bella zeigen. Bella ist verschwunden. Bella kann nicht verschwunden sein. Schau hier, Bella hat mir geschrieben. Sie kann nicht verschwunden sein. Können Sie auch mal die Nachricht zeigen? Na, selbstverständlich. Sie hat mir geschrieben, ich soll um 12 Uhr hier sein. Was für eine wichtige Mission, meinst du? Ich weiß nicht, was für eine wichtige Mission. Ich weiß es nicht. Frau Hull wirkte hier sehr besorgt. Sie hat versucht, hier die Vermisste zu erreichen, hat geklingelt und dann hat natürlich Nachschau gehalten, weil sie hierhin bestellt wurde. Und von daher glaube ich ihr schon, dass sie besorgt ist und von dem Verschwinden nichts wusste. Freundin Emilia hat einen Schlüssel für das Fotostudio, das die vermisste Influencerin mit allerhand Spionage-Equipment ausgestattet hat. Kriminalhauptkommissarin Sandra Fromme will jedem noch so kleinen Hinweis nachgehen und vermutet, dass auch der Notizzettel von Bedeutung sein könnte. Vielleicht können Sie uns da weiterhelfen?
15.30 Uhr, Linie 2 bis Duisburg, Schlenk, dann geradeaus, Nummer 3. Ich habe keine Ahnung, nein. Was das bedeutet? Ja, aber Sie arbeiten noch zusammen. Ja, sie hat in letzter Zeit wirklich oft ihr eigenes Ding gemacht. So, sie hat mir nicht mehr gesagt, was sie postet. Sie hat zu mir gesagt, dass es ihr Account ist und dass mich das nichts mehr alles was angehen würde. Und sie hat mich nicht mehr mitgenommen. Ich komme nicht mal mehr rein in diesen Account. Irgendwas gesagt, mit Feinden, irgendwas bekannt oder so? Ich weiß, dass sie da so zwei Typen hat, mit die sich so ein bisschen an sie rächen, an ihr rächen wollten, oder... Jens Reitz einmal? Genau, Jens Reitz war das. Ist da noch jemand anderes? Ich habe keine Ahnung, wer der andere ist. Hier fehlt auf jeden Fall ihr Laptop. Würde sie das denn jetzt einfach hier mitnehmen? Ja, aber wenn Laptop und Kamera fehlt, kann ja sein, dass sie da irgendwie influencer-technisch unterwegs ist. Ja, es kann sein, dass sie es mitgenommen hat. Aber wie gesagt, sie hat mir nichts mehr gesagt, schon ein paar Tage. Was zur Hölle? Was ist das? Was ist Lass mich hier raus! Bella hat gerade was gepostet. Elfa! Was ist das? Was steht wo ist Bella? Auf dem Video war nicht viel zu sehen, außer Rufe, lasst mich raus, klopfen. Aber was viel wichtiger war, es war ein Countdown, der runterzählt. Und das macht uns wirklich Sorgen.